Moin Moin und herzlich willkommen heute mal wieder zu etwas Neuem aus der Werkstatt. Heute werden wir bei unserem VW Touran hier im Hintergrund die Vorderachsbremse erneuern. Und zwar Bremsscheiben mit Belege. Die liegen hier schon. Alles weitere nach dem Intro. Das Fahrzeug haben wir aufgebockt, Vorderreifen abmontiert. Hier liegen schon die neuen Belege und die Bremsscheiben. Werkzeug schon parat gelegt. Und jetzt geht's los. Jetzt werden wir als allererstes einmal die 30er Torx-Schraube lösen. Das mache ich immer am Anfang, da die Bremsscheibe jetzt noch ein wenig Haftung hat oder von den Bremsklötzen behalten wird, dass sie sich nicht mitdreht beim Lösen. Und als nächstes werden wir hier einen 17er Maulschlüssel ansetzen, hier einen 13er und werden diese Schraube rausdrehen und mit dem 17er halt kontern. Das gleiche passiert im unteren Bereich, da ist die Schraube auch nochmal. Und wenn wir das soweit erledigt haben, ziehen wir den Bremssattel ein wenig zu uns her, um den Kolben ein Stückchen zurückzudrücken, und dann können wir den Bremssattel in diese Richtung entfernen. Die Schrauben sind hier oben und unten gelöst jeweils, habe ich rausgedreht. Jetzt ziehe ich den Kolben noch ein bisschen rüber und kann den Sattel jetzt so abnehmen. Erstmal ein bisschen beiseite legen. So, erstmal beiseite legen da, und dann kann ich die alten Bremsbelege entfernen. Am besten kann man das immer, wenn die ein bisschen stramm drin sitzen, mit einem Schraubenzieher machen. Die sind ja eh durch, die kommen ja eh weg. So, der einzige Unterschied zur Beifahrerseite ist der Bremsbelagverschleißanzeiger. Ich wechsle jetzt mal rüber zur Beifahrerseite und dann zeige ich euch das. Aber jetzt sind wir auf der Beifahrerseite. Hier entfernen wir auch eben die Bremsbelege. So. Und da sehen wir, an dem Bremsbelag ist ein Bremsbelagverschleißanzeiger dran. Der geht nach hier oben. Und da ist ein Stecker. Und am besten ist eben mit einem kleinen Schraubenzieher oder so die Arretierung lösen. Und dann können wir den Stecker so nach unten abziehen. Und der neue Bremsbelagverschleißanzeiger ist am neuen Bremsbelag mit dran, und müssen wir halt darauf achten, dass wir den mit dem Verschleißanzeiger auf diese Seite setzen. Wieder zurück auf der Fahrerseite. Die Schraube von der Bremsscheibe hatte ich ja gelöst. Als nächstes lösen wir jetzt diese Schraube hier oben und da unten. Das ist jeweils eine 21er Nuss mit einer langen Knarre. Können wir die eben lösen und dann dementsprechend rausdrehen. Danach können wir dann den Bremssattelhalter nach vorne wegziehen. So, die untere Schraube ist schon mal rausziehen und die obere so gut wie. Da löse ich jetzt die letzten Gewindegänge, kann die rausziehen und dann kann ich den Bremssattelhalter beiseite legen. Bevor wir ihn wieder einbauen, werden die Auflagenflächen hier gereinigt, wo die Bremsbelege raufkommen. Und jetzt geht's weiter mit der Bremsscheibe. Jetzt werde ich mal eben kurz den Bremssattel beiseite legen. Und die Bremsscheibe kann jetzt eigentlich nach vorne abgezogen werden. Die sitzt relativ fest. Ich helfe dann immer nach mit ein paar leichten Schlägen auf die Rückseite von hier. Dann löst sich die Scheibe. Zum Kolben zurückdrücken habe ich schon mal meinen Rücksteller dort eingesetzt. Der wird jetzt einfach nur zurückgedrückt mit dem Rücksteller in die Grundposition, damit nachher auch der Abstand wieder passt zu den neuen Bremsbelägen, weil sonst würde er nicht auf die neuen Bremsbeläge drauf passen. Als nächstes werden wir dann hier noch die Auflagefläche der neuen Bremsscheibe reinigen und die Bremsscheibe wieder mit der
Torx-Schraube befestigen. Der Kolben ist jetzt komplett zurückgestellt. Die neue Bremsscheibe schon montiert und auch wieder mit der Torx-Schraube fixiert. Als nächstes setzen wir den gereinigten Bremssattelhalter wieder ran, drehen den mit den beiden Schrauben hier oben fest, einmal da oben und eine unten. Und dann setzen wir danach die Bremsbeläge ein. Der Bremssattelhalter ist wieder montiert, Bremsbeläge sind eingesetzt. Als nächstes setzen wir wieder den Bremssattel drauf. Oh, muss einmal gucken, dass der einigermaßen passt. So, und dann werden hier wieder die Schrauben eingesetzt, oben und unten. Und dann ist die eine Seite eigentlich fertig. Ich gehe gleich nochmal eben zur Beifahrerseite und zeige euch das, wie das mit dem Warnkontakt-Einbau funktioniert. So, die Fahrerseite ist soweit fertig. Wie gesagt, jetzt gehen wir nochmal auf die Beifahrerseite zu dem Bremsbelag-Verschleißanzeiger. Ich habe hier drüben auch schon mal alles soweit vorbereitet. Neue Bremsscheibe drauf, Kolben ist zurückgedreht, gestellt und Bremssattelhalter wieder montiert. Ein Bremsbelag ist schon drin. Und jetzt haben wir ja hier den einen Bremsbelag mit dem Bremsbelagsverschleißanzeiger. Den setzen wir jetzt auch erstmal ganz normal in die Halterung rein. Nun ist er soweit eingesetzt. Jetzt haben wir hier noch den Verschleißanzeiger. Da nehmen wir jetzt erstmal hier die Schutzkappe ab. So, nachdem die Schutzkappe jetzt ab ist, brauchen wir dann eigentlich nur noch den Verschleißanzeigeranschluss wieder auf den vorhandenen Stecker stecken. Na, so. Eben so weit drauf drücken, dass er einmal einrastet. Das hört man oder fühlt man. Und dann war es das schon. Aufpassen, dass der Verschleißanzeiger gleich beim Montieren vom Bremssattel nicht dazwischen kommt. Ansonsten ist nicht mehr viel zu beachten. Der Sattel ist jetzt montiert und ich hoffe, so mal ein bisschen Licht da reinzukriegen. So, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Der ist nicht eingequetscht, sondern läuft genau zwischen Bremsbelag und Bremssattelhalter hoch, das Kabel und dann direkt hier oben an den Anschluss. Ja, das war's dann auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Würde mich über einen Daumen hoch freuen. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder irgendwelche Anregungen, schreibt es bitte in die Kommentare. Ich versuche eigentlich immer alles zu beantworten. Ja, und falls ihr den Kanal neu entdeckt habt oder den Kanal noch nicht abonniert habt, dann würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Das ist immer für mich so die Belohnung und auch der Beweis, dass die Nachfrage da ist. Und dann würde ich halt auch ganz gerne weiter Videos machen. Das ist für mich immer so ein bisschen Motivation. Ansonsten viel Spaß beim nächsten Video und wir sehen uns. Bis dann. Schöne Grüße aus Oldenburg.